Herzlich willkommen, Shalom, Gottes Segen für euch, für einen jeden, der zusieht. Wir sind heute zusammengekommen, ja, weil wir etwas auf dem Herzen haben, und zwar mit dir zusammen, mit uns zusammen heute eine Bibellehre zu haben. Und wir haben auf dem Herzen gehabt, über ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Das ist das Thema, ja, das neue Leben in Christus. Und ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Thema. Weil du und ich, wir beide als Kinder Gottes, wir haben einen Weg, wir haben ein Ziel und auch du und ich, wir haben einen Start bekommen mit Jesus an dem Tag, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben. Preist den Herrn, sagt uns der Herr Jesus, dass wir uns freuen sollen, ja mit einer großen Freude, mehr als alles, weil unser Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Und dieses neue Leben möchten wir gerne mehr und mehr kennenlernen. Wir möchten es mehr und mehr ja ausleben, erforschen, das Neue, was wir haben in Jesus Christus. Deswegen will ich dich ermutigen, einfach feste Schritte im Glauben zu gehen und dass wir vorwärts gehen. Die Bibel sagt uns, dass wir ja das Feld behalten sollen. Auch wir, du und ich, wir haben unsere Kämpfe. Keine Frage, jeder von uns steht auch irgendwo in geistlichen Kämpfen drin. Aber die Bibel zeigt uns einen Weg, wo wir überwinden können. Die Bibel zeigt uns, dass wir große und teure Verheißungen haben in Jesus Christus. Und die Bibel möchte, dass wir weitergehen im Glauben, dass wir wachsen und zunehmen mehr und mehr. Ja, die Bibel geht sogar so weit und sie zeigt uns, dass wir die Höhe, die Breite und die Länge von Jesus Christus ja sehen und erkennen können. Das ist wie ein Haus, wie ein Bau. Und dieser Bau, dieses Haus hat ja ihre Proportionen. Und die Bibel zeigt uns, dass wir die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe von Christus mehr und mehr erkennen. Das ist so auf unser Herzen, mit dir zusammen Jesus einfach zu erleben, Gott zu erleben und mehr in der Erkenntnis und der Gnade Gottes zu wachsen. Und wir haben einen Leitvers, den wir gerne zusammen betrachten möchten. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du auch gerne heute Abend mit aufschlagen. Und es steht geschrieben im 2. Korintherbuch, Kapitel 5, in Vers 17. Den möchten wir zusammen gerne lesen. Und da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Die Bibel sagt uns, siehe, Neues ist geworden. Und der Apostel Paulus nimmt jetzt Bezug auf das alte Leben in Christus Jesus. Er zeigt das alte Leben in Christus Jesus. Und wenn wir weitergehen mit Jesus Christus und mehr zunehmen in Jesus, müssen wir einfach auch mal betrachten, wie das alte Leben war, was für Ziele wir damals gehabt haben. Und das alte Leben mal abschließend zu sehen, ist auch manchmal gut, damit wir erkennen, woraus wir gekommen sind und wo unser neues Leben oder neuer Weg mit Jesus hinführen soll. Das Alte sollte in deinem Leben eine Vergangenheit sein. Halleluja. Siehe, das Alte ist vergangen, ist zum Abschluss gekommen. Und liebes Kind Gottes, die Bibel sagt uns, Neues ist geworden. Und zwar so viel neu, ja, wie... ist einfach phänomenal. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, beendet. Und dieses Neue sollten wir jetzt kennenlernen. Und die Bibel sagt uns, siehe. Und hier zeigt uns der Heilige Geist, damit wir es erkennen, damit wir hinsehen auf das Neue. Wir können niemals vorwärts gehen, Geschwister, wenn wir ständig im Rückspiegel des Lebens schauen. Deswegen lass uns vorwärts schauen, lass uns auf Jesus Christus schauen, lass uns das Neue erkennen und mehr Jesus nachfolgen. Siehe, Neues ist geworden. Deswegen sind wir zusammen und wir sind ja zusammen mit Bruder Stanky aus Speyer, Bruder Rubeli aus Köln und auch sie möchten sich gerne kurz vorstellen. Und dann hören wir auch ein Lebenszeugnis von unserem Bruder Stanky. Und ja, wir sind einfach froh, mit dir zusammen unsere Gedanken zu teilen. Und ich möchte jetzt gern, dass die Brüder sich dann einfach
dir selbst vorstellen. Lass uns einfach eine gute Zeit zusammen haben, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich grüße euch auch in den wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wie mein Bruder Hanu schon erwähnt hat, ja, ich bin's, danke, aus Speyer, diene in der Gemeinde Worms. Und ja, wir sind halt zusammengekommen, ja, um das Wort Gottes zu betrachten, uns Gedanken zu machen und diese Gedanken auch weiterzugeben. Ja, und das möchten wir tun. Und wie gesagt, der Leitvers heute ist ja in 2. Korinther 5, Vers 17, wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur oder auch Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, und wenn das Wort Gottes sagt, siehe, dann sollte es schon sichtbar sein für jeden Mann, ja, dass das Alte auch vergangen ist. Naja, ich möchte ein bisschen erzählen von meinem Leben, und ich denke mal, dass jeder Mensch auf der Welt, egal ob er ja in Deutschland ist oder Amerika, egal, jeder Mensch macht sich schon Gedanken über den Sinn des Lebens. Und ja, und irgendwo ist in den Menschen immer irgendwo eine Lücke, die ja gefüllt werden sein will. Ja? Und man will sie dann füllen. Ja, die einen halt mit materiellen Dingen, die anderen wieder mit Sucht. Ja? Und wie wir früher waren in unserem Leben, haben wir immer diese Lücke. Irgendwo war etwas in uns gewesen und wir wussten, da fehlt was. Dann haben wir das halt mit anderen Sachen ersetzen wollen, aber diese Lücke blieb immer. Und eigentlich ging es uns nicht schlecht. Wir leben in einem reichen Land, Deutschland. Und es gibt Länder, wo wirklich kein Wasser ist, kein Essen ist, wo Hungersnöte sind, aber uns geht's gut, ja. Und ja, und wir haben unser Leben gelebt, auch ich. Und ich dachte eigentlich, ja, ich bin frei. Aber trotzdem, ja, war ich gefangen. Ich war gefangen, ja, in der Sünde, ohne es zu wissen. Man kann sich so das vorstellen wie ein Vogel, der in ein Käfig ist, ja, und der nie etwas anderes kennengelernt hat, ja. Seine Freiheit ist immer begrenzt in diesem Käfig, ja. Und er erkennt erstmal die wahre Freiheit, wenn die Tür des Käfigs mal auf ist, ne? Und die Tür dieses Käfigs ging bei mir auf an dem Tage, wo ich das Evangelium gehört habe, ja. Diese Predigt, die ich gehört habe, das Wort Gottes, da habe ich erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ja, ich dachte, das, was ich immer getan habe in meinem alten Leben, das gehörte zum Leben einfach dazu. Und ich dachte immer, ich wäre nicht besser oder schlechter wie der eine oder andere. Aber das Wort Gottes hat mich überführt. Und da habe ich etwas erkannt, ja, dass ich Christus brauche. Und es gibt ja eine Bibelstelle in Johannesevangelium Kapitel 8, ja, ab Vers 32, und da heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Und ich wurde wirklich befreit von Christus. Und an diesem Tag hat sich vieles in meinem Leben verändert. Ja? Ich wurde eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wisst ihr, bei uns war es gang und gäbe, dass der Mensch immer selbstsüchtig ist. Ja, man denkt meistens nur an sich und an seine Familie. Aber das, was selbstlos ist, ist Mangel. Ja, auch bei uns sind es sehr Mangel. Wenn wir sehen, dass andere Menschen wirklich ihr Leben opfern, ja, und viele Sachen tun, die wir vielleicht nicht tun würden. Und auch Jesus war jemand, der nicht selbstsüchtig war, sondern selbstlos. Er hat sich hingegeben für unsere Schuld. Und das habe ich erkannt, dass dieser Mann wirklich ganz anders ist als wir Menschen. Dass wir schlecht sind und er aus Herzen wirklich vom Herzen gut ist.
Und ich habe etwas empfangen von dem Herrn. Und das war die Liebe Gottes. Ich habe die Liebe Gottes verspürt in meinem Leben, in meiner Familie. Und da bin ich wirklich dem Herrn dankbar, vom ganzen Herzen. Es heißt ja in Epheser Kapitel 2, dass auch wir tot waren in unsere Übertretungen und Sünden. Ja? Und das habe ich dann wirklich erkannt, dass ich geistig tot war, dass ich die Vergebung meiner Schuld brauche. Und Jesus, als er in mein Leben kam, dann hat er diese Lücke, wo ich gesprochen habe über den Sinn des Lebens, diese hat er gefüllt. Ja, ich weiß jetzt, wozu ich und für wem ich lebe. Ja, mittlerweile ist es so, dass ich den Herrn diene, nicht nur an mich denke, sondern auch eine Gemeinde zu leiten habe mit meinen Brüdern. Und es ist nicht immer einfach, ja? Aber die Liebe Gottes drängt uns dazu, diesen Gott, diesen Jesus, diesen wunderbaren Herrn wirklich ja zu verherrlichen. Ich denke mal, da wird auch der Bruder Hubeli dazu was sagen. Ja. Es heißt ja in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7, da heißt es über die Liebe Gottes, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wisst ihr? Und das ist der Unterschied. Ja? Man sagt ja, also die Bibel sagt ja, an ihren Früchten wird man sie erkennen. Und das andere sagt ja das Wort Gottes, siehe, es ist was neu geworden. Was ist denn neu geworden? Erstmal, wir waren ja gefallen, gefallene Menschen, wir waren ohne Christus verloren, ja, durch den Heiligen Geist versiegelt, wiedergeboren, neue Kreatur, etwas von Gott ist gekommen und hat uns neu gemacht. Aber siehe, ja, siehe, Neues ist geworden. Und das sieht man und merkt man und erkennt man nach den Menschen seine Art zu leben, zu handeln. Ja. Und was uns verändert hat, ist wirklich diese Liebe Gottes. Und ich hoffe, ja, dass du diese Liebe Gottes in dein Leben erfährst, oder wenn du sie noch nicht erfahren hast, ob du jetzt gläubig bist oder nicht, solltest du danach wirklich fragen den Herrn. Und wenn er dir begegnet in seiner Liebe, wird das dein ganzes Leben verändern. So. Und die Liebe, das Neue, ist dieses hier. Ja. Es heißt ja in 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig. Wir müssten auch in unseren Diensten, in unserem Leben, ja, mussten wir lernen, ja, langmütig zu sein. Ist das so? Ja. Oftmals waren wir nicht so langmütig. Ne? Wir hatten keine Geduld, ja, mit vielen Sachen. Aber die Liebe hat uns gelernt, langmütig zu sein mit Menschen, die nicht so, die manchmal schwierig sind auch, aber immer diese Zeit, denn Gott ist auch, hat diese Natur der Liebe und er will nicht, ja, wie Petrus sagt, er will diese Verheißung, ja, ja, nicht irgendwie er verzögert das Kommen, weil er, ja, will, dass wirklich viele Menschen zum Glauben kommen. Und da hat er Langmut. Er hat mit uns Langmut, er gibt uns die Zeit, uns zu verändern. Die Liebe ist freundlich. Ja, und das haben wir auch empfangen. Die Liebe eifert nicht. Früher war es so, wenn jemand etwas hatte, was mehr wert war als die deinen Sachen, haben der eine oder der andere geeifert. Heutzutage ist es, Gott sei Dank, bei manchen ist es noch so, aber bei vielen ist es nicht. Man interessiert sich nicht mehr. Das, was früher mal ganz hoch war in unserem Leben, was einen hohen Stand hatte, wurde ganz klein. Und das, was wir damals nicht geachtet haben, also das, was von Gott ist, ist jetzt ganz groß geworden in unserem Leben, weil wir den Herrn auch erkannt haben. Amen.
Ist es so? Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie fällt sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über die Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So. Und das sind diese Eigenschaften, ja, der Liebe. Und es heißt ja in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Und diese Liebe verändert dich. Und wie wir im 1. Johannesbrief gelesen haben, die Gott lieben, ja, und die Liebe empfangen haben, die sind von Neuem geboren. Und da habe ich diese wahre Freiheit erfahren. Wenn der Vogel und wenn dieser Käfig auf ist und wenn er anfängt zu fliegen, ja, dann erfährt er und erkennt er, dass es mehr gibt als nur dieser Käfig. Und dann erkennt er, dass er eigentlich gefangen war, ja, und genießt seine Freiheit. Und das ist mir passiert, das ist Hanno passiert, das ist Rubeli passiert, ja, und den Brüdern. Und das ist ein Geschenk Gottes. Und das möchten wir euch weitergeben. Wirklich, die wahre Freiheit ist nur in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Und ich denke mal, ich gebe weiter an meinen Bruder Rubli. Und ja, er kann euch erzählen, was er auf dem Herzen hat. Amen. Ja. Auch ich möchte euch grüßen in den Namen Jesu Christi. Halleluja. Und auch ich freue mich, hier zu sein und mit den Brüdern ein Zeugnis zur Ehre Gottes zu sein. Halleluja. Ja, auch ich habe mein Leben 2001 Jesus übergeben. Das heißt, ich habe das Wort Gottes gehört. Die Predigt hat mich angesprochen. Die Predigt hat mein Leben getroffen. Und das war eine Begegnung für mich mit dem unsichtbaren Gott. Und ab diesem Moment habe ich meinen Zustand erkannt und ich konnte Jesus in mein Leben aufnehmen, habe Buße getan, habe mich bekehrt von dem alten Leben weg und habe mich zugewandt zu dem neuen Leben in Christus Jesus. Und das war 2001, mittlerweile sind es schon 19 Jahre und ich bereue nicht eine Sekunde dieses Lebens. Halleluja. Warum? Weil das, was ich heute habe vom Herrn und das, was der Herr in mir hineingelegt hat, um zu dienen, den mächtigen Gott, das ist eine Freude, anderen Menschen das Wort zu bringen, als ein Zeuge Christi, dass Menschen ihr Leben erkennen und dass Menschen erneuert werden. Und das ist das Wahre, was uns die Bibel auch zeigt. Deswegen auch dieses Wort in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Siehe, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Amen. Und da kann ich nur meinen Herrn danken, denn auch in mein Leben war viel, viel Schweres, viel Last, viel Leid, viel Not manchmal. Mein Leben war nicht immer das Allerbeste. Ich war ein Sünder, wie jeder andere auch. Aber als Jesus wirklich mich begegnet, und ich konnte meinen Herrn begegnen, den unsichtbaren, lebendigen Gott. Halleluja. Ab diesem Moment hat sich mein Leben radikal verändert. Und ich habe mich von dem alten Leben umgewandt und habe das neue Leben vollkommen angenommen. In Christus Jesus. Halleluja. Und ich diene auch am Wort. Und ich leite mit Brüdern auch in Köln, in Kerpen, eine Gemeinde, schon seit Jahren. Und es freut mich wirklich, wenn ich sehe, dass Geschwister anfangen zu wachsen im Herrn. Dass Geschwister wirklich dieses neue Leben in Christus mal annehmen, um es zu leben. Nicht nur, dass sie bei ihrer Bekehrung und bei der Taufe und vielleicht noch in der Taufe im Heiligen Geist, dass sie dort stehen bleiben, sondern dass sie wirklich weitergehen. Weitergehen als Nachfolger Jesu Christi. Und das freut mich, das freut auch die Brüder. Und deswegen sind wir hier,
um euch nicht das alte Leben zu zeigen. Wir möchten euch anhand der Bibel das neue Leben zeigen. Das neue Leben. Und alle Geschwister, die Jesus aufgenommen haben, angenommen haben, Geschwister, wie sieht dein geistiges Leben heute aus? Kannst du dein Leben heute briefen, ob du gewachsen bist, ob die Herrlichkeit des Geistes zugenommen hat oder ob du stehen geblieben bist bei deiner Bekehrung, bei der Buße, bei der Taufe? Vielleicht bist du auch im Heiligen Geist getauft worden, preist den Herrn. Das brauchen wir alles, denn das schenkt uns der Herr. Es sind Verheißungen, die wir im Glauben annehmen. Aber das reicht nicht, Geschwister. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weiter marschieren. Genau wie die Jünger mit Jesus zusammen waren und sie seine Nachfolger waren, hat Jesus gesagt zu den Aposteln, geht hinaus und predigt das Evangelium allen Menschen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe und machet sie zu Jünger. Und das ist eigentlich das, was die Bibel sagt. Jünger machen. Jünger. Ein Jünger und eine Jüngerin, das sind Schüler, Lernende, die Gott von Gott gelehrt und belehrt werden. Aber wie geschieht das? Ist Gott persönlich anwesend, um uns zu lehren? Es geschieht durch den Heiligen Geist, durch Offenbarung des Heiligen Geistes gegenüber das Wort Gottes in der Bibel. Und es geschieht in deiner Gemeinde durch deine Diener, durch die verantwortlichen Diener, die Pastoren, die leitenden Brüder, durch Bibellehrer, die das Wort Gottes dir beibringen. Da ist deine Schule in deiner Gemeinde. Dort wirst du zubereitet für die Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Und deswegen kann ich dir nur eins sagen. Freue dich des neuen Lebens. Denn schlagen wir eine Bibelstelle auf in Römer. Römer Kapitel 6. Dort sagt Paulus zu der Gemeinde. Römer Kapitel 6 lesen wir ab Vers 3 und 4 zu den Gläubigen. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir, hört zu, ein neues Leben leben. Amen. Hier geht es nicht mehr um das Alte. Hier geht es um das neue Leben. Denn wir sind begraben durch die Taufe in Christus Jesus. Und der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. So hat der Heilige Geist uns erneuert und ein neues Leben geschenkt. Halleluja. Also was bedeutet das für uns? Wir haben eine neue Identität in Christus Jesus. Aber wenn du deine Identität, der du heute in Christus bist, nicht kennst, dann wird es für dich schwer sein, dieses neue Leben zu leben. Du kannst das neue Leben nur leben, wenn du Hunger und Durst hast nach Christus Jesus, um ihm nachzufolgen, dann wirst du ihn immer mehr erkennen. Darum geht es. Halleluja. Lasst uns die nächste Bibelstelle betrachten, und zwar in Hebräer, Kapitel 12. Und dann schauen wir uns in der Bibel einen Mann an, natürlich mit den Brüdern zusammen haben wir eine Bibelstunde und wir tauschen uns aus, damit ihr mehr erfahren sollt über das neue Leben. Und Hebräer Kapitel 12 sagt uns ab Vers 1, darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Geduld in den Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Halleluja. Was mich jetzt hier bewegt, ist direkt in Hebräer Kapitel 12, direkt in den ersten Vers. Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und jetzt nehmen wir von dieser Wolke der Zeugen, nehmen wir einen Zeugen heraus und dessen Leben wollen wir ein wenig betrachten. Und dieser Zeuge
heißt Moses. Dieser Zeuge ist ein biblischer Zeuge und es steht in der Bibel. Moses ist von der Bibel nicht wegzuradieren oder wegzudenken. Was für eine Gnade hat Gott über diese Menschen geschenkt, dass heute diese Menschen, die gebraucht wurden zur Ehre Gottes, die wirklich heute, die im Glauben festgehalten haben, die wirklich heute beim Herrn sind. Was für eine Gnade, dass ihre Namen in der Bibel geschrieben steht und hunderte von Jahren über sie gepredigt werden. Halleluja. Amen. Und wir wollen diesen Zeugen, natürlich auch viele andere Zeugen in der Bibel, aber wir wollen diesen Zeugen, Moses, ein wenig betrachten, wie sein Leben war und wie Gott ihn begegnet hat, dass sein Leben durch diese Begegnung total verändert wurde. Amen. Halleluja. Lasst uns dann die Bibel gemeinsam jetzt betrachten und aufschlagen. Schlagen wir auf 2. Mose Kapitel 3. Wenn du zu Hause eine Bibel hast, dann bitte schlage sie auf, wenn du eine hast und wenn du lesen kannst oder wenn deine Kinder gerade bei dir sind und sie dir diese Bibelstellen vorlesen, dass wir das jetzt gemeinschaftlich tun. Amen. Amen. Halleluja. Also lasst uns mal diesen Mann betrachten. Ich gehe ein wenig zurück, ne, mit Moses. Also, die Bibel sagt uns, dass Mose ein Hebräer war. Stimmt das? Wer waren die Hebräer? Was war das für ein Volk? Hanno. Ja, das war das erwählte Volk Gottes, wo Gott sich offenbart hat, wo Gott ihnen das, ja, das Zeugnis seiner selbst und das Gesetz gegeben hat. Amen. Und wo wuchs Moses auf? Danke. Ja, in Ägypten. Ägypten. Ja. Ja, wie gesagt, in Ägypten. In Ägypten wuchs er auf, ne? In dieser Gefangenschaft. Ja, sie waren ja gefangen gewesen. Und die Bibel sagt ja, dass sich die Hebräer damals vermehrt haben. Und auf diesen Grund ließ der Pharao einen Erlass, ja, dass er alle Kinder, Kleinkinder, ja, die sollen getötet werden. Ja. Und wir wissen ja, ja, wer die Bibel kennt, ja, dass es so kam, dass Mose als ein kleines Kind, ja, versteckt worden ist. Ja. Es war ein sehr schönes Kind, sagt das Wort Gottes. Ja, und dieses Kind wurde in einen Binsenkorb, ja, hineingetan und auf den Nil, ja, gesetzt, auf dieses Wasser. Und da fand ihn ja die Tochter des Pharaos. Und nahm ihn auf, ne? Und da wuchs er halt in diesem Haus auf, also im Palast des Pharaos. Er wuchs in Ägypten auf. Die Bibel sagt uns, dass er gelehrt wurde, geschult wurde in der Weisheit der Ägypter. Stimmt. Also, und er war ein mächtiger Mann in Ägypten. Was bedeutet für uns heute Ägypten? Was hat das für eine Bedeutung? Nun, Ägypten steht jetzt für die gefallene Welt. Ist ein Bild, eine Bildersprache des Alten Testamentes. Ägypten und Pharao steht für die gefallene Welt und Satan selbst. Also, ihr habt gehört, Ägypten steht als ein Sinnbild für die Welt. Und der Pharao ist ein Bild auf den Teufel. Und in Ägypten wuchs Moses auf. Gelehrt und geschult in der Weisheit der Ägypter. Aber in seinen Herzen wusste er, dass er ein Hebräer war. Und weil er ein Hebräer war, wusste er, wer sein Gott ist. Und wer war der Gott der Hebräer? Wer war der Gott der Hebräer? Ja, das war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, also der Allmächtige und der Lebendige und der Ewige. Es gibt nur einen Gott. Ja, und außer ihm gibt es keinen. Und das ist der Gott der Hebräer. Ja? Ja, einen Gedanken habe ich noch dazu. Gott hat sich dem Volk Israel gezeigt und beziehungsweise kundgetan mit seinem Namen als der große Ich Bin. Oder im Gesetz auch
von dem Namen Jahwe oder wie die Hebräer, die Juden sagen, Jahwe. Und mein Gedanke dazu war, dass auch in Ägypten, es gab eine Vielgötterei, dass die Menschen selber sich auch als Gottstatus präsentiert haben. Aber letztendlich hat sich der einzige und wahrhaftige Gott gezeigt in der unsichtbaren Person und auch in seinen Namen dem Volk Israel kundgetan. So haben wir als Kinder Gottes, wir haben nicht viele Götter, wir haben nicht Allah oder Buddha als Gott, sondern es gibt nur einen einzigen Wahrhaftigen, der sich gezeigt hat und offenbart hat in seinem Namen. Und dieser Name ist Jahwe. Amen. Amen. Ja, unter diesem Verhältnis in Ägypten hat auch Moses gelebt. Und dann kam eine Situation in sein Herz, weil die Bibel sagt uns, er wusste, dass er ein Hebräer war. Und ich glaube, dass Gott auch sein Herz bewegt hat, dass er gewusst hat, dass er eines Tages sein Volk befreien wird von diesen Lasten in Ägypten. Und eines Tages kam es so, dass er sah, dass seine Brüder Streit gehabt hatten mit einem Ägypter. Und dann ging er hin, sagt uns die Bibel in 2. Mose, Kapitel 11, kannst du dir nachlesen, bis 14. Und er schlug den Ägypter. Und plötzlich bekam er Angst und lief weg von Ägypten und lief in die Wüste. Was will ich damit sagen? Diese Situation veranlasste ihn, dass er Ägypten verlassen hat. Diese Situation veranlasste ihn, dass er Ägypten verlassen hat. Und er ging in die Wüste. Als er Ägypten verlassen hat, war er 40 Jahre alt, sagt uns die Bibel. 40 Jahre war er alt, als er Ägypten verließ. Weitere 40 Jahre war er in der Wüste. Er traf auch ein Mädchen, Midian, heiratete. Und die Bibel sagt uns, dass er ein Schafhirte war. Und er hütete die Schafe in der Wüste seines Schwiegervaters. In dieser Zeit war Moses schon 80 Jahre alt. Viel Zeit vergangen. Und plötzlich eines Tages geht er in die Wüste mit den Schafen und er sieht auf einem Berg, sieht er einen Dornbusch brennen. Und wie es normal ist, wenn Holz oder Dornbusch brennt, dann verbrennt es schnell weg. Aber dieser Dornbusch gab Feuer, aber es verbrannte nicht. Und darauf wurde er aufmerksam. Und zwar sagt uns das in 2. Mose Kapitel 3. Wollen wir das mal lesen? 2. Mose Kapitel 3, Vers 1. Mose aber hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro, trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er schaute und sieh, der Dornbusch brannte im Feuer und der Busch wurde doch nicht verzehrt. Da sagte Mose, ich will hingehen und diese große Erscheinung besehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief ihm Gott aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Halleluja. Was für eine mächtige Begegnung mit dem lebendigen Gott. Was will ich damit sagen, liebe Seele, Brüder und Geschwister? Was will ich damit sagen und was hat das für eine Bedeutung für uns? Mose wusste in Ägypten von diesem Gott, den Gott Abrahams und Isaac und Jakob. Er wusste von ihm. Aber noch kannte er ihn nicht. Wie war es in unser Leben? Wussten wir auch nicht von diesem lebendigen Gott? Wussten wir auch nicht von Jesus? Aber was hatten wir damals angebetet? Was war unsere Anbetung? Obwohl wir von Gott gewusst hatten, obwohl wir auch von Jesus ein wenig gehört hatten, aber wir hatten niemals eine lebendige Beziehung zu ihm. Stimmt das? Amen. Geschwister, Religionen suchen Gott. In einer Religion sucht der Mensch Gott und er sucht manchmal durch einen Götzendienst, er betet verschiedene Götzen an.
Und es gibt heute zur Zeit, ich weiß nicht wie viele Religionen, die Gott suchen. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, dass dieser Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist, dass dieser Gott seinen Sohn sandte, um die Menschen zu suchen, um zu erretten. Halleluja. Nicht der Mensch hat angefangen, Gott zu suchen, sondern Gott kam, um die Menschen zu suchen, um zu erretten, was verloren ist. Und so war auch mein Leben. Ich wusste von Gott, aber ich habe ihn nie erkannt und gekannt. Bis eines Tages ich in eine Gemeinde ging und ich habe das Wort Gottes gehört. Und das war für mich eine Begegnung mit Gott. Obwohl ich ihn nicht gesehen habe, aber mein Herz hat angefangen zu schlagen und mein Leben wurde mir dort offenbar und ich erkannte meine Sünde und ich habe gewusst, ich muss meine Sünde loswerden. Aber wer nimmt meine Sünde? Da habe ich gehört, es gibt einen Ausweg und dieser Ausweg ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für mich gekommen ist, für mich gestorben ist, damit er mich frei macht und mir ein neues Leben gibt. Amen. Amen. Und auch Mose. Gott macht sich aufmerksam auf sein Leben durch ein Feuer, durch einen Dornbusch. Und Mose macht sich die Mühe und steigt auf diesen Berg. Und plötzlich, als Gott es sah, dass er aufsteigt zu ihm, spricht dieser lebendige Gott durch ein lebendiges Feuer. Was für ein Bild hat das Feuer heute für uns? Was zeigt uns dieses Feuer? Was zeigt uns dieses Feuer, wo damals Mose begegnet hat? Hanu, was kannst du dazu sagen? Nun, dieses Feuer, was damals ja gebrannt hat und die Bibel geht ja noch sogar so weit, Rubli, und sagt, dass dort jemand auch gewohnt hat in diesem Feuer. Amen. Ist eine alte Sprache, es ist wie ein Geheimnis, das aber letztendlich im Neuen Testament dann offenbar wurde. Dort in diesem Feuer hat gewohnt kein anderer wie Gott selbst. Und Amen. Durch diesen brennenden Dornbusch wurde auch Mose gerufen. Stell dir vor, Rubli, Amen. Das Feuer kannte den Namen von Mose. Amen. Und so kennt uns Gott. Amen. Ja. Kannst du noch was dazu sagen? Danke. Ja, was mir aufgefallen ist, ja, wo du erwähnt hast über Mose, ja, er wurde ja, als er 40 Jahre alt war, ne, sagt das Wort Gottes, sah er nach seinen Brüdern, ja, die Hebräer, und sah dieses Unrecht, wo diese Ägypter, ja, diese Hebräer Unrecht getan hat, und er schlug diesen Ägypter. Und es heißt in Apostelgeschichte, Kapitel 7, ab Vers 25, und das ist sehr interessant, finde ich. Er meinte aber, heißt es, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden es nicht. Ja, manchmal ist dieser selbsterwählte Gottesdienst. Ja, man denkt, man müsste etwas tun und es ist im Willen Gottes und oftmals ist es nicht im Willen Gottes, was man tut. Ne? Oder man denkt, dass man irgendwas in der Kirche spendet oder was kauft oder sonst was und man kann sich irgendwie die Gunst des Herrn irgendwie erkaufen oder dass er sagt, okay, du hast es gut gemacht. Nein, nein, so geht das nicht. Ne? Und er ist, wie gesagt, geflohen von mit 40 Jahren, ist er in diesem Land Midian, dort hat er seine Frau kennengelernt, die Zipora, das war die Tochter des Priesters Itros. Und dann bekam er diese Begegnung, diese lebendige Begegnung. Ja, es war ja nicht nur, ja, sondern wirklich, und diese Begegnung braucht der Mensch. Und wie Rubli erwähnt hat, das ist klar. Also wir wussten, dass es einen Jesus gibt. Jede Weihnacht, jede Ostern kamen diese Filme und wir haben das gesehen und haben gesagt, ach, die Devil sind da. Und aber wir wussten nichts von der Errettung. Wir wussten gar nichts, null. Und das war das Problem, dass wir ja dachten, okay, wenn wir irgendwelche Wallfahrten machen, dann tun wir Gott einen Gefallen. Und wir waren gefangen. Und bis uns der Lebendige ja begegnet ist, in Christus Jesus, unseren Erretter, haben wir erkannt, wirklich, ja, erkannt, dass es nur einen Weg
zu Gott gibt. Es gibt keine Hintertür, es gibt kein Fenster, wo man hineinsteigen kann in das Reich Gottes. Darum sagt ja auch Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Und wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Das haben wir verstanden. Und ja, für Moses ja, hat ja ein neues Leben begonnen. Und diese weitere 40 Jahre hat er gebraucht, um ja seine Gesinnung zu verändern, von diesem hohen Ross runterzukommen. Ja, als ein Prinz in diesem Wohlstand, wo er gelebt hat, hat er gelernt, ja einfach zu sein. Wie sagt man denn Verpflichtungen? Ja, er musste ja aufpassen auf Schafe. Das war nicht seine Aufgabe als Prinz. Verantwortung, ja, das ist das Wort. Er musste lernen Verantwortung, um dieses Volk danach auch zu führen. Und das mussten wir auch lernen. Amen. Und erkennen. Amen. Halleluja. Es ist wunderbar, die Geschichte zu betrachten in der Bibel, wie Gott die Menschen verändert. Und als Mose auf diesem Berg hinaufgegangen ist, aus diesem Feuer, und das hat mich wirklich begeistert, aus diesem Feuer spricht Gott heraus. Und die Bibel ist auch ein Sinnbild auf den Heiligen Geist. Das Feuer ist auch ein Bild auf den Heiligen Geist. Und Geschwister, der Heilige Geist und das Wort Gottes sind eins. Also der Heilige Geist bewegt sich erst, wenn das Wort Gottes gesprochen ist. Das sagt mir diese Bibelstelle. Als Mose auf diesem Berg hinaufging, sah er dieses Feuer der Herrlichkeit Gottes. Er sah das Feuer. Aber aus diesem Feuer sprach eine Stimme und das war die Stimme Gottes. Und auch heute spricht Gott durch sein Wort. Amen. Auch heute spricht Gott durch sein Wort, durch den Herrn Jesus Christus. Deswegen haben wir das heilige Wort Gottes, das gesamte Wort Gottes. Und es ist ein heiliges Buch, es sind die Worte Gottes. Und sie haben Gültigkeit, solange der Mensch hier auf dieser Erde lebt. Halleluja. Und was mich begeistert in dieser Geschichte, als Mose aus Ägypten weggegangen ist und dann eine Begegnung mit Gott gehabt hatte auf diesem Berg und Gott sein Leben wirklich verändert hatte, war sein Leben total verändert. Total verändert. Aber wie ist es heute mit uns? Hat der Herr unser Leben verändert? Ist unser Leben neu geworden? Ist unser Leben umgestaltet, umgekrempelt worden? Oder haben wir nur diesen Gott begegnet und wir sind stehen geblieben bei einer Begegnung und nicht weitergegangen? Geschwister, wenn wir das Leben von Mose betrachten, dann hat Mose nicht nur eine Begegnung mit Gott gehabt, sondern mehrere Begegnungen. Amen? Und das ist das, was Gott uns auch geben will. Er will uns mehrmals begegnen. Ich vermisse manchmal diese Gegenwart. Warum? Weil wir sehr viel Oberflächliches tun. Nichts Tieferes, Oberflächliches. Aber was mein Herz hier weiter bewegt, gehen wir ein wenig weiter. Als Gott sich Mose offenbart, da stellt er sich Mose vor und er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakob. Aber dann beruft ihn auch Gott. Und Gott sagt, ich bin herniedergekommen, um mein Volk zu erretten aus der Hand des Pharao. Denn ich habe ihr Leid gesehen, ich habe das Geschrei gehört, ich habe ihr Elend gesehen. Und ich bin herniedergekommen, um mein Volk zu erretten. Amen. Geschwister und Menschen, die heute das hören, nicht die Menschen erretten, sondern der einzige lebendige Gott errettet. Und er rettet die Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus. Amen. Ihn hat er gesandt, um die Menschen zu erretten. Halleluja. Und er kam auch bei uns, er kam auch zu uns. Und wir konnten sein Wort hören durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hatten wir eine wunderbare Begegnung. Jetzt ist unser Leben verändert. Jetzt können wir dienen. Jetzt dienen wir dem lebendigen Gott. Geschwister, wenn Gott euch zu sich ruft, dann hat er eine Aufgabe für dich, oder? Amen. Das heißt nicht nur, du bist bekehrt, du bist getauft und dann bleibt alles stehen. Nein, er hat eine Aufgabe, einen Plan für dich, für einen jeden. Denn Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir lesen jetzt von einem Zeugen im Alten Bund, der Zeuge Mose.
Und er bezeugt uns sein Leben. Die Begegnung mit Gott hat ihn total verändert. Amen. Das ist das neue Leben. Und das ist das neue Leben. Das ist das neue Leben. Und als er auf diesem Berg war, als er heraufgekommen ist und wo Gott zu ihm geredet hat, da sprach er, hier bin ich. Und Gott sagte in 2. Mose Kapitel 3, Vers 5, sagte Gott zu ihm, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf den du stehst, ist heiliges Land. Was bedeutet das? Was verlangte Gott von ihm? Was musste er machen, seine Schuhe auszuziehen? Was hat das für eine Bedeutung? Ja, er hat ja seine Rechte abgelegt. Ja. Ja, und alles in die Hände Gottes gegeben. Jemand, der keine Schuhe hatte oder seine Schuhe ausgezogen hatte, war ein Sklaven oder ein Knecht. Und damit hat er bestätigt und seine Schuhe und in diese Demutshaltung hat er bestätigt, dass er bereit ist, diesen Gott zu dienen. Amen. Ja, und er hat seine Rechte und hat sich als Knecht, der Knecht Mose, hat sich als Knecht Gottes offenbart. Ne? Und das Feuer Gottes, hat nicht nur gesprochen, sondern auch sein Herz, hat erfasst. Und darum heißt es auch im Neuen Testament, seid brennend im Geist, Und bei Mose, das ist ein gutes Beispiel, dass wir da wirklich das sehen können. Siehe, das Alte ist vergangen, Amen. Neues ist geworden. Amen. Ja, Amen. Und wenn man sein Leben betrachtet, dann erkennt man und sieht man und liest man und man hat es vor Augen, dass dieser Mann wirklich, die Schätze Ägyptens aufgegeben hat, weil er auf die Belohnung sah. Und das ist diese himmlische Berufung in Christus Jesus. Und das Alte ist vergangen, Amen. Siehe, Neues ist geworden. Und so sollte es bei uns Christen Amen. Auch sein, dass jedermann erkennt, es ist was Neues entstanden durch Christus. Amen. Halleluja. Amen. Ja, und wenn wir ein wenig weitergehen, als Gott zu ihm gesagt hat, ziehe deine Schuhe aus, ziehe deine Rechte aus, so hat er sich bewegt in die Gegenwart Gottes, in seine Heiligkeit. Geschwister, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Amen. 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 Mit einem reinen Gott zu tun. Und Geschwister, auch uns hat der Herr begegnet und hat uns seinen heiligen Geist geschenkt. Und dieser Geist wohnt in uns. Und wir sind sein Tempel. Wir sind ein Tempel Gottes. Amen. Wir kommen dazu auch noch. Darauf kommen wir noch. Aber wir sind noch paar Minuten bei Mose. Also er begegnet Gott, er zieht seine Rechte aus und Gott spricht weiter zu ihm. Und jetzt sagt Gott zu ihm, in 2. Mose Kapitel 3, Vers 10, sagt Gott zu ihm, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Amen. Also er hat einen Auftrag bekommen, aber er scheute sich, er wollte nicht, er wehrte sich, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Was soll ich denn sagen den Menschen? Wer ist mir begegnet? Da hat ihm dieser heilige Gott gesagt, sage dem Volk, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Vor mir war keiner und nach mir wird keiner kommen, denn ich bin der einzige lebendige Gott. Amen. Es gibt keine anderen Götter. Wir haben nur einen Gott. Und das ist der Gott der Hebräer, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott Jahwe. Und dieser Gott hat sich offenbart in seinen Sohn. Durch seinen Sohn, Jesus Christus, der da gekommen ist mit der Herrlichkeit Gottes vom Himmel und kam auf der Erde zu den Menschen und hat das Himmelreich der Herrlichkeit Gottes zu den Menschen gebracht. Und in dieser Herrlichkeit leben auch wir. Amen. Amen. Und Gott spricht weiter zu ihm. Und das können wir ein wenig auch ein bisschen betrachten. Und zwar auch wieder 2. Mose Kapitel 4. Als Mose zu Ende gesprochen hatte und dann kam er auf den Entschluss, 2. Mose Kapitel 4, sagte er zu Gott, Mose antwortete, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sagte zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sagte, einen Stab. Er sagte, wirf ihn auf die Erde und er warf ihn auf die Erde. Da wurde er zu Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sagte zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie. Da streckte er seine Hand aus
und er ergriff sie und sie wurde zu einem Stab in seiner Hand. Das hat mich auch bewegt. Als er mit diesem Stab heraufkam, fragt er Gott ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sagte, ein Stab. Und Gott sagt, wirf ihn auf die Erde. Und als er ihn geworfen hatte auf die Erde, wurde er zu einer Schlange. Er wurde zu einer Schlange. Geschwister, das zeigt uns Autorität. Mose hatte seine eigene Führung. Mose hatte seine eigene Führung in seiner Hand. Er hatte seine menschliche Führung in seiner Hand. Er führte sein Leben menschlich, nach seinen Denken, nach seinen Vermögen. Aber es hatte nichts mit Gott zu tun. Und dieser Hirtenstab, als er ihn wegwarf, wurde zu einer Schlange. Geschwister, die Bibel sagt uns, dass auch wir alle ohne Gott gelebt haben ein Leben in der Finsternis. Stimmt, Elakova? Wir alle hatten ein Leben gelebt in der Welt unter unserer eigenen Führung, aber Epheser Kapitel 2 sagt uns, Paulus sagt zu der Gemeinde, dass wir alle, lasst uns das mal lesen, Epheser Kapitel 2. Von Vers 2 lesen wir bis 4. In denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Unter ihnen haben auch wir alle einst in unseren selbstsüchtigen Begierden gelebt und folgten unseren Trieben und unseren eigenen Willen und waren von Natur Kinder des Zorns, genau wie die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet worden. Also sehen wir, auch Mose warf diesen Stab von sich und er wurde zur Schlange. Und das hat die Bedeutung, dass alle Menschen, die ohne Gott leben, in der Finsternis leben. Und Finsternis hat die Bedeutung auf den Teufel. Dann sagst du, wie kann dieser sagen, Teufel? Geschwister, die Bibel sagt uns die Wahrheit. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Licht ist. Aber die Bibel sagt uns auch, dass der Teufel Finsternis ist. Das sind Werke des Bösen, die Finsternis. Und die Werke des Lichtes ist das Gute, was von Gott kommt. Und auch Mose hatte einst seine Führung unter diese Herrschaft. Denn er war in Ägypten unter die Herrschaft des Pharao. Und als er es verlassen hat, hatte er diese Führung immer noch in seiner Hand. Und er musste es von sich werfen. So sagt uns der Epheserbrief, Kapitel 4, von Vers 22 bis 24. Epheser Kapitel 4, von Vers 22 bis 24. So legt nun von euch ab, was den frühen Lebenswandel betrifft, den alten Menschen, der durch die trügerischen Begierde zugrunde geht. Werdet aber erneuert im Geist eurer Gesinnung und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Amen. Halleluja. Also, noch eine Bibelstelle, wo wir sehen, dass auch Paulus sagt, Apostelgeschichte 26, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, war vorher ein Pharisäer, der das Alte Testament auch gekannt hatte. Aber doch sagt er in seinem Zeugnis, unter was für einen Willen oder was für eine Herrschaft er selbst gedient hatte. Apostelgeschichte 26, von Vers 16 bis 18. Hier gibt Paulus ein Zeugnis, einen Mann namens Agrippa. Und er bezeugt seine Bekehrung, er bezeugt sein Leben, er bezeugt das alte Leben und er bezeugt das neue Leben in Christus Jesus. Amen. Und hier gibt er Zeugnis, Apostelgeschichte 26, von Vers 16 bis 18. Hier spricht Jesus zu Paulus und hier gibt er jetzt Zeugnis. Aber steh auf und stell dich auf deinen Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich zum Diener und Zeugen dessen bestimme, was du gesehen hast und was ich dir noch offenbaren will. Und ich will dich erretten vom Volk und von den Nationen, unter die ich dich jetzt sende,
um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, um Vergebung der Sünden zu empfangen und das Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Amen. Halleluja. Also, auch Mose musste seine alte Führung ablegen. Auch wir, Geschwister. Wir haben unser Leben Gott gegeben durch Jesus Christus. Amen. Amen. Und wir haben das alte Leben ausgezogen. Und wir haben das neue Leben angezogen. Nun sind wir erneuert. Genau wie ein Mose erneuert wurde. Und genau wie ein Mose etwas tun musste, um das Neue zu empfangen. Geschwister, die Gnade, der Glaube in Christus Jesus errettet uns. Amen. Was müssen wir bei der Errettung tun? Was müssen wir bei der Errettung tun? Ja zu sagen zu Christus. Amen. Und uns taufen lassen. Und Buße tun. Buße und Taufe. Aber die Umkehr und die Nachfolge, die kostet einen Preis. Amen. Stimmt, Amen. Und der Preis ist die Verantwortung gegenüber Gottes Willen. Das, was wir tun können, wenn Gott uns ruft, ist ja ein Akt der Gnade. Gott schenkt ja das Wollen und das Vollbringen in uns. Und das, was der gefallene Mensch einfach tun kann auf das Rufen Gottes, ist einfach nur seine Zuwendung. Mehr können wir nicht hinzufügen. Gott rettet. Und wir folgen einfach nur seinem Ruf. Und ich denke mal, dass wir im Neuen Testament, wir haben einen besseren Start. Wir haben bessere Verheißungen als die Glaubensväter vom Alten Testament, von diesen Wolken von Zeugen. Amen. Und die Bibel sagt uns sogar, dass wir teilhaftig geworden sind an der göttlichen Natur. Und dazu hören wir vielleicht gleich später noch ein bisschen mehr. Ja. Aber Bruder Rubeli, ich denke, der hat noch sicherlich ein paar Züge in der Hand. Ja, also ist wunderbar. Wir sehen, dass Mose diesen Stab von sich wirft und Gott gibt ihm eine neue Autorität, eine Vollmacht, einen Stab der Führung unter die Herrlichkeit Gottes. Amen. Und auch Jesus hat uns Macht und Kraft gegeben. Stimmt das? Amen. Jesus hat gesagt, ich gebe euch Macht und Kraft, die über des Feindes ist. Geschwister, als Mose sah, dass dieser Stab zur Schlange wurde, da floh er von dieser Schlange. Er floh, er hatte Angst bekommen. Geschwister, schlagen wir eine Bibelstelle dazu auf, gegenüber uns Christen. Der Herr hat uns Kraft und Macht gegeben. Und in Jakobus Kapitel 4, lass uns das mal lesen, was sagt Jakobus Kapitel 4 gegenüber dem Feind. Bruder und Schwester, nicht wir müssen fliehen vom Feind, sondern der Feind flieht von uns. Amen. Warum? Weil die Kraft und die Herrlichkeit stärker, Gottes Kraft und Herrlichkeit stärker ist als die des Feindes. Deswegen fürchte dich nicht. Wenn Gott mit dir ist, oh Halleluja, was kann gegen dich sein? Jakobus 4 lesen wir von Vers 6 bis 8. Er gibt aber umso reichlicher Gnade. Darum sagt sie, die Schrift, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das tat Mose. Er hat sich gedemütigt, hat sein Leben hingelegt, um das neue Leben zu empfangen. So seid nun Gott untertan. Halleluja, unter sein heiliges Wort. Widersteht den Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Amen. Amen. Also, Mose hatte eine Autorität von Gott empfangen. Durch Jesus Christus haben wir, gesalbte Christen, die Salbung Gottes empfangen, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Was tat David, als er Goliath sah? Was tat David? Das Volk war eingeschüchtert von Goliath. Goliath sprach mit lauter Stimme und das Volk war eingeschüchtert. Aber David kam aus der Gegenwart Gottes heraus und sah diesen großen Goliath und er schrie. Aber David in der Kraft Gottes sagte ein Zeugnis, heute wird mir der Herr dich in meine Hand geben. Nicht David floh und just so weg von Goliath, sondern
David ging in die Offensive und durch die Kraft Gottes erschlug er diesen mächtigen Goliath. So auch du und ich. Wir haben die Herrlichkeit des Herrn in uns und in dieser Kraft mit dem Namen Gottes haben wir eine große Autorität. Amen. Halleluja. Lasst uns das Zweite ansehen, das Mose getan hat, um vom Herrn noch mehr zu empfangen. Das Zweite ist, 2. Mose, Kapitel 4, Vers 6. Und der Herr sagte weiter zu ihm, stecke deine Hand unter dein Obergewand. Und er steckte seine Hand unter sein Obergewand. Und als er sie wieder herauszog, sieh, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und er sagte, tu deine Hand wieder unter dein Obergewand. Und er tat sie wieder unter sein Obergewand. Und als er sie herauszog, sieh, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Gott sagt zu ihm, nimm deine Hand, Mose, und tu sie in dein Gewand. Also wir gehen davon aus, dass er seine Hand bei seinem Herz getan hat. Und als er sie herausgenommen hat, sieht er, dass diese Hand aussätzig war. Aussatz ist ein Bild auf Sünde. Also er hatte in sich, in sein Herz hatte er Sünde gehabt. In Markus Kapitel 7 können wir lesen, was sagt Jesu in Bezug auf die Sünde des Menschen. Markus Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Markus 7, von Vers 21 bis 23. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken heraus. Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Wo ist die Sünde im Menschen? Außerhalb seines Lebens, innerhalb im Herzen. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 8, selig sind die reines Herzens sind, denn diese werden Gott schauen. Und jetzt sagt Gott zu Mose, nimm deine Hand, tu sie in dein Gewand. Und als er sie herausnimmt, zeigt Gott ihm, dass Sünde in sein Herz ist. Und jetzt sagt Gott wieder zu ihm, tue deine Hand in dein Gewand. Und als er sie dann wieder rausnimmt, ist sie weiß, geheilt. Wer kann dein Herz reinigen? Wer reinigt unsere Herzen? Wer reinigt unser Herzen weißer wie Schnee? Kein anderer als Jesus Christus. Kein anderer. Keine Religion. Kein anderer Glauben irgendwie an einen Götzen. Keine Kuh in Indien. Ich will mal so sagen, auch kein Buddha. Und viele andere Religionen. Es gibt nur einen, der die Herzen reinwaschen kann, der gestorben ist ans Kreuz auf Golgatha, dessen Blut hat Kraft und Macht, die Sünde wegzunehmen. Das ist Herr Jesus Amen. Christus. So sei es. Amen. Aber Geschwister, was mir hier so auffällt noch, er nahm seine Hand, Hand steht in der Bibel für Dienst, für Handel. Vielleicht hast du ein paar Gedanken dazu? Und die Hand in der Bibel, die Bibel steckt ja voller Bildersprache, ist ein Bild für das Handeln des Menschen. Die ausführenden Tätigkeiten der Hand symbolisieren das Handeln des Menschen. Und so musste auch Mose lernen, gehorsam zu sein, Gott zu gehorchen und auf die Anweisungen Gottes Folge zu leisten. Und Gott zeigte ihm, wenn wir handeln nach dem, was uns Gott gesagt hat, werden wir auch Dinge sehen, die wir in den Verheißungen sehen. Geschwister, wenn wir Verheißungen von Gott bekommen, sollten wir im Glauben handeln. Und wenn wir im Glauben handeln, sehen wir die Kraft Gottes. Und zu dieser Kraft und was Gott imstande ist zu tun, habe ich einen Vers auf dem Herzen aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 4, die werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Da heißt es, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie, durch die Kraft meint hier der Petrus, durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur.
die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Und die Bibel zeigt uns hier, dass wir der göttlichen Natur Anteil bekommen haben. Amen. Amen. Das, was wir einst gelebt haben in dieser gefallenen Natur, wo wir selbstsüchtig, egoistisch gelebt haben, unser Handeln, wie das Bild jetzt von Mose, was wir gerade gehört haben, ja, zeigt das Handeln des Menschen, das einfach ein Bild der Sünde ist. So haben wir durch Gottes Kraft und durch Gottes Gnade die teuren und größten Verheißungen Gottes geschenkt Amen. Bekommen. Und so sind wir teilhaftig geworden. Wir haben Anteil bekommen. Wir sind, ja, ich glaube, es ist nicht zu klein zu sagen, weil das, was die Bibel uns ja sagt, sollten wir im Glauben annehmen. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, dass auch wir als Kinder Gottes mitversetzt sind in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und stell dir vor, du bist teilhaftig geworden an die größten und teuersten Verheißungen Gottes. Amen. Göttliche Natur bekommen. Du, so können wir sagen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Amen. Alte ist vergangen, ist Neues es, ja. ist geworden. Wir dürfen es sehen, wir dürfen es erleben. Amen. Gottes Gnade ist greifbar, ist sichtbar und sie bewirkt etwas in unser Leben. Und ich glaube, das ist Freude genug, dass wir sagen können, wir sind teilhaftig geworden an der göttlichen Natur. Und Stanky und Rubli, wir können sagen, niemand hat uns die Zigaretten genommen oder die Nein. Drogen genommen oder den Alkohol genommen oder dass wir jetzt wir können sagen, sogar ein Ekel bekommen haben von diesen Dingen, die wir vorher nachgejagt sind, weil wir aus dem Inneren herausgeschnitten worden sind. Die Bibel sagt uns, dass wir die Ekklesia Gottes, die Herausgerufenen sind. Und jetzt sind wir teilhaftig geworden an dieser göttlichen Natur. Es hat sich etwas verändert, ein Wechsel. Nun waren wir vorher Kinder der Finsternis, jetzt sind wir versetzt worden in das Reich seines Sohnes. Wir sind Kinder des Lichts geworden. Amen. Wie wunderbar, war. Halleluja. Amen. Ja, Geschwister, wenn wir so betrachten die Bibel und das Leben der Menschen in der Bibel, dann sehen wir veränderte Menschen. Aber Menschen, die sich wirklich verändert lassen, haben vom Herrn, von Gott. Wir selbst kennen uns nicht verändert, oder? Nein. Wer hat uns verändert? Die Kraft Gottes und seine Gnade. Die Gnade zeigt uns den Weg Jesu Christi. Die Gnade zeigt uns ein neues Leben. Aber wir müssen in dieses Leben hineingehen. Wir müssen es anfangen zu leben. Es nützt nichts, wenn ich mich bekehrt habe, stehen geblieben bin. Bekehrung heißt, genau wie zu Moses, er verließ Ägypten. Was taten die Apostel? Was sagte eines Tages Petrus zu Jesus? Herr, wir haben alles verlassen. Wir haben alles aufgegeben, Herr. Und haben wir auch nicht alles verlassen? Und vieles aufgegeben in unser Leben? Die Frage ist an dich, was hast du aufgegeben? Was hast du verlassen? Oder lebst du immer noch in dein altes Leben? Lebst du immer noch in dein altes Ich? Und drehst dich in einen Kreis? Geschwister, wiedergeborene Christen, der Herr möchte dich weiterbringen. Aber um dass er dich weiterbringt, musst du bereit sein zu sagen, ja Herr, ich lege mein altes Leben ab und ich habe dieses neue Leben angezogen, aber ich will es jetzt leben. Es geht um ein Leben mit Gott, Geschwister. Ein Leben im Geist. Lass uns noch diese eine Bibelstelle dazu lesen, im 2. Korinther Kapitel 3. Das, was uns Gültigkeit hat im Neuen Testament. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, Paulus schließt sich da mit ein, wir alle, keine Ausnahme, alle wiedergeborenen Christus, alle wiedergeborenen Christen in Jesu Christi, wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einen Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Wo ist dieser Spiegel, in dem wir Jesus betrachten können, sein Leben betrachten können? Es ist die Bibel, das Wort Gottes.
Aber wenn wir die Bibel niemals aufschlagen und beschäftigen uns nie mit dem Wort Gottes und sehen nicht das Leben Jesu an, wie können wir lernen und verwandelt werden im Charakter Jesu Christi? Also das Spiegelbild Jesu Christi sehen wir hier im Wort Gottes. Und wenn wir das betrachten und Ja sagen zu dem Wort Gottes, dann verändert uns dieses Wort und bringt uns in eine Herrlichkeit Jesu Christi hinein. Ist das nicht wunderbar? Wie schon unser Bruder gesagt hat, wir haben Anteil am göttlichen Leben. An die göttliche Natur. Was für eine Gnade ist das? Amen. Gedanken dazu habe ich noch, ist gerade mir so ins Herz gefallen. Als Mose dort den Ruf bekommen hat, musste er die Schuhe ausziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch die Schuhe waren von Ägypten. Gott weiß es. Aber wir können niemals den neuen Weg gehen, wenn wir die alten Schuhe des Lebens anhaben. Amen. Und beibehalten und sie nicht einfach ablegen möchten, unser egoistisches Schuhwerk, genau, was uns eigentlich nur in unsere Fußstapfen treten lässt. Aber die Bibel sagt uns ja, dass wir eingeladen worden sind, in die Fußstapfen von Jesus zu treten, dieses neue Leben zu leben. Amen. So viele Kinder Gottes blieben stehen, dort bei der Erwählung, bei der Berufung und sind nicht bereit, einfach ihr Leben Gott auszuliefern, noch ihre Schuhe des Lebens auszuziehen. Ja. Wie muss es Gott einfach schmerzen, wenn Gott uns durch seine Gnade die teuersten Verheißungen gibt und Kinder Gottes sie nicht in Anspruch nehmen. Ja. Wir können niemals die Schuhe des Evangeliums tragen, wenn wir nicht die Schuhe des alten Lebens ausgezogen haben. Ja, genau. Deswegen lasst uns diese Dinge einfach mehr und mehr ergreifen und in diesen Dingen einfach mehr und mehr versinken und sie erwählen und anziehen. Amen. Ja. Und von Mose lesen wir in nochmal in Hebräer Kapitel 11. Wir kommen dann auch langsam zum Schluss. Hebräer Kapitel 11 lesen wir nochmal von Mose. Also Gott hat ihn gerufen. Er hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Gott hat ihm Autorität gegeben, hat ihn berufen zum Dienst. Und Mose war ein total veränderter Mensch. Und auch unser Leben. Gott hat uns gerufen. Er hat uns gerufen zu sich und wir wurden seine Kinder. Amen. Die größte Berufung für uns ist, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus wurden wir seine Kinder. Amen. Und Gott ist unser Vater. Halleluja. Und eines Tages werden wir zu unserem Vater kommen im Paradies und wir werden Jesus sehen, unseren König des Lebens, wie er tatsächlich in seiner Herrlichkeit ist. Halleluja. Und das ist wunderbar, Geschwister. Und dazu sagt auch Paulus, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit. Aber nicht nur für mich alleine, sondern für alle, die den Herrn Jesus lieben. Und du und ich, wir haben auch einen Kampf. Mose hatte einen Kampf in der Wüste. Aber er hat auch sein Ziel erreicht. Mose hat sein Ziel erreicht. Und in Hebräer Kapitel 11 lesen wir von ihm die paar Verse ab Vers 24. Durch Glauben, er glaubte diesen lebendigen Gott, ohne ihn zu sehen. Er glaubte seine Worte und auf diese Worte stützte er sich. Diese Worte war sein Inhalt des Lebens. Und auch uns heute ist das Wort Gottes der Inhalt unseres Lebens. Nichts anderes. Die Worte Gottes bringen uns am Ziel. Halleluja. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Was sagt uns dieser Vers? Ganz einfach, mit ein paar Worten. Mose kannte seine Identität. Er wusste, dass er nicht ein Ägypter war. Er wusste, dass er ein Hebräer war und er zu Gott gehört, diesen lebendigen Gott. Heute vermischen sich die Christen. Heute leben sie halb in der Welt und halb bei Gott, oder? Lass uns nicht so Schafe sein, die 50% Synthetik sind und 50% Wolle haben. Ja. Ich will mal so sagen, am Sonntag sind sie in der Gemeinde und die ganze Woche haben sie mit Gott gar nichts zu tun. Geschwister, so ein Leben ist nicht das neue Leben. Das neue Leben beginnt nicht nur in der Gemeinde, Sonntag. Das neue Leben
hat ein Leben, das tagtäglich mit Gott in Verbindung ist. Amen. Und Mose weigerte sich. Er weigerte sich, ein Kind genannt zu werden von Ägypten. Weigerst du dich auch, ein Kind von der Welt genannt zu werden? Hat die Welt noch Ansprüche an dich? Oder gehörst du Gott, wie die Bibel es sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes und ihr seid teuer erkauft. Preist Gott jetzt mit euren Leben. Denn ihr gehört euch nicht mehr selbst, sondern ihr gehört Gott. Amen. Was für eine wunderbare Bibelstelle. Aber ist uns das bewusst, dass wir uns nicht mehr selbst gehören, sondern wir gehören Gott? Denn er hat dich und mich teuer erkauft. Der Preis für uns war sein Leben. Der Preis war für dich und für mich sein Leben. Und wir gehören ihm. Amen. Was sagt uns der Römer Kapitel 12? Lest das mal vor. Römer Kapitel 12 von Vers 1 bis 2. Lest das mal vor. Ja, Römer Kapitel 12 ab Vers 1. Da heißt es: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und vielleicht könnte ich was noch dazu fügen. Ja. Da heißt es in Epheser 4 ab 17, und da heißt es: So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft. Also es heißt ja, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in die Nichtigkeit ihres Sinnes. Ja, es ist, wie ihr wollt, wie ihr könnt, sondern es sagt ja hier Paulus, dass ihr nicht mehr leben dürft. Nein, weil wir wirklich Zeugen, ja, des Herrn sind. Wir wollen ihn zur Herrlichkeit bringen, seinen Namen nicht beschmutzen, sondern ihn wirklich erleuchten lassen, auch durch unser Leben. Und das ist ganz wichtig. Die Bibel spricht ja, dass wir uns verändern sollen, müssen und werden auch durch den Geist Gottes. Ja, an die Frucht wird man einen jeden erkennen. Und Amen. Es gibt ja ein Sprichwort, ja, predige das den ganzen Tag und wenn es sein muss, auch mit Worten. Also ist wirklich unser Leben, ja, das, was wir leben, das ist sichtbar. Nicht nur unsere Theologie, unsere schlaue Worte und was wir wissen, ja, sondern auch unser Leben gibt Zeugnis. Und das ist das, was wirklich Zeugnis gibt. Unser Leben auch, das gehört dazu. Nicht nur Glaube, nicht nur Wissen, sondern auch Gehorsam. Darum sagt ja, geht in alle Welt, ja, und predigt das Evangelium und lernt sie alles zu halten, was ich euch anbefohlen habe. Und halten heißt auch leben. Amen. Amen. So möchte ich nochmal lesen, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, was heißt das lebendiges? Für Gott lebendig zu sein, im Geist zu leben. Heiliges, was heißt das? Heiliges Leben. Ein abgesondertes Leben. Geschwister, wenn wir heilig hören oder Heiligen hören, dann denken wir immer an heilige Menschen. Dann denken wir vielleicht an Menschen, die nichts mehr tun können, die den ganzen Tag nur beten und irgendwie einen Garten sich anpflanzen und abgesondert leben, irgendwo in eine kleine Ecke. Nein, das meint Gott nicht. Ein heiliges Leben heißt, wir gehören Gott. Wir sind sein Eigentum. Amen. Wir sind Gottes Eigentum. Und weil der Heilige Geist in uns lebt, sind wir heilige Menschen in Christus Jesus gemacht. Amen. Amen. Wir wollen nicht mehr sündigen. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Davon spricht die Bibel, nicht perfekt zu sein. Aber wir sollen verändert werden. Wir sollen verändert werden in dem Bild Jesu Christi. Amen. Halleluja. Wir sind nicht perfekt, aber Gott verändert uns stückweise in dem Bild Jesu Christi. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Also lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und Vers 2 sagt uns, und stellt euch nicht dieser Welt gleich,
sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Da hätte ich da noch was ja. zum Abschluss oder ja, dass wir da zum Schluss kommen, ja. weil dann wird es zu lange. Aber doch ein Wort, was wir meinen, was er meint und Rubeli sagt auch nicht, dass wir perfekt sind. Man könnte so umschreiben, das, was in unserem Herzen ist. Und das beschreibt gut Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 12. Und da heißt es, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihn aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ja, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, wir jagen wirklich den vorgesteckten Ziel nach und vergessen, Amen, was Amen. Hinter uns ist und gewesen war und strecken uns ja nach den himmlischen. Ja. Yes. Amen. Yes. Nochmal zum Schluss jetzt. Hebräer 11, nochmal ab Vers 25 von Moses. Lieber erwählte er entschied sich, mit dem Volk Gottes Misshandlung zu leiden, als den vorübergehenden Genuss der Sünde zu haben. Geschwister, er wählte keinen leichten Weg. Er wählte einen Weg in der Wüste. Er verließ Ägypten, er verließ die Welt. Und ihm war es nicht einfach. Wie viel Bedrängnisse, wie viel Schmach trug er, aber er hielt aus. Warum? Lesen wir einen Vers weiter. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sehe er ihn. Halleluja. Amen. Unsere Augen sehen ihn nicht, den lebendigen Jesus. Aber er ist da. Und im Geiste wissen wir, dass wir einen Weg zu gehen haben mit ihm zusammen. Und wenn er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich bin gerecht, trachtet nach meiner Gerechtigkeit. Ich bin Liebe, lebt in meiner Liebe. Dann wollen wir dies tun. Amen. Amen. Und hier mit dem kommen wir zum Abschluss. Lasst uns noch beten, vielleicht du zum Schluss. Ja, sind wir zum Abschluss gekommen, Bruder Rubel ist gelandet. Und ich denke mal, es war für dich ein Segen. Es waren einige Stellen, einige Etappen. Manchmal müssen wir solche Wege gehen. Ein Kaffee dauert auch seine Zeit, ein guter Kaffee. Und so müssen wir die biblische Lehre mehr und mehr aufnehmen, damit diese Lehre auch mehr und mehr greift in unser Leben. Es sind teuersten und kostbarsten Verheißungen versteckt und wir müssen sie rausgraben. Es ist alles auffindbar und im Namen Jesu Christi wird alles Realität. Deswegen sagt uns die Bibel, sprechen wir auch in seinem Namen das Amen. Also so gibt es auf alle Verheißungen Gottes in ihm das Ja und das Amen. Gott segne dich dabei. Lass uns zusammen beten zum Abschluss. Sei gesegnet. Das soll auch unser Gebet sein, dass Gott heute Abend auch einfach Herzenstüren öffnet, wie Paulus betet für die Gemeinde zu Ephesus, damit sie erkennen, damit auch wir erkennen, damit du erkennst und auch wir mehr und mehr erkennen, wie groß unser Erbe in Christus Jesus ist. Was für eine Sohnschaft wir haben, was für eine Identität und göttliche Natur wir teilhaftig geworden sind. Und Vater, wir danken dir im Namen Jesus und wir segnen jedes Herz. Und wir bitten dich, Gott Vater, dass du Herzenstüren öffnest, Herr. Dass du uns deine Identität, Herr, vor Augen malst, Herr. Danke, Gott Vater, Herr, für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, Herr. Danke für deine Führung, für deine Leitung, die uns sicher ist, Herr. Danke, Jesus Christus, für Schutz und Bewahrung. Wir danken dir für Autorität,
die deine Gemeinde Jesu Christi hier auf Erden besitzt, Herr. Durch deine göttliche Kraft sind uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt worden, Herr. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, öffne doch gerade jetzt, Herr, Herzenstüren, Herr, Herzensaugen, damit wir erkennen, wie reich wir in dir gesegnet worden sind, Herr. Und wir segnen Jesus Christus an jedes Haus, Herr. Wir segnen Jesus Christus an jedes Herz, Herr, an jeden Zuschauer, ob jung, ob alt, Herr. Wir segnen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sei gesegnet in Jesu Namen. Amen. Amen.